Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Kornab. Heute schauen wir uns den Cooler Man Mother Beans 100 Tonnen an. Oder wie ich es auch sage, den Endgegner, der Überladewagen von den Modder Javier 007. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Javier 007, ich hoffe. Der Modder selber schreibt dazu, Kapazität 124.000 Liter, 6 Radkonfiguration, Lichter in der Röhre, Innenlicht und dann dementsprechend der Preis. Ihr findet das Ganze unter der Kategorie Überladewagen und dann hier hinten. Es gibt mehrere Varianten davon, ich habe mich erstmal entschieden, den euch jetzt erstmal vorzustellen. Schön ist, der Infotext wurde angepasst, den können wir auch lesen. Mutterbehälter, auch bekannt als Feldbeans, bieten dem Landwirt einen bequemen Lagerort bei der Ernte. Obwohl sie beide Getreide in gleicher Weise halten und entladen, sind die Mutterbehälter nicht dafür ausgelegt, als Kescher Behälter verwendet zu werden. Also, es handelt sich hierbei im Endeffekt um eine mobile Lagerstätte, was auch den, was auch das Füllvolumen von 124.000 Liter ausmacht. Aber kommen wir erstmal zum Allgemeinen. 117.000 Euro Anschaffung, 5.967 im Leasing, 450 Euro Unterhalt am Tag. Cooler Man, ne, Casher, Bins, drei Config-Blöcke. Reifenhersteller, Reifenvariante und Design. Reifenhersteller Trelleburg, da haben wir Reifenvariante T404. Das kann man noch zu Twin Forsti umbauen, zu Twin Radial. Und das war's. Dann haben wir Michelin, Cargo X-Bip HD. Und das war's in dem Fall. Und dann noch Nukian mit den TRI2, also stinknormale Reifen, wie man es kennt. Und das war's. Und Design haben wir hier vorne. Seht ihr das? Ihr achtet hier so ein bisschen drauf. Haben wir Kugelhahn und Anhängervorrichtungen, je nachdem, was ihr dafür braucht. Also, das sind mobile Lagerstätten. Das heißt, ich zeige euch das gleich im Allgemeinen. Ihr geht da mit einem anderen Überladewagen, der eigentlich fürs Überladen dann in dem Sinne gedacht ist, und haut das hier wiederum rein, weil das Ding auf dem normalen Feld könnt ihr zwar ziehen, aber da kommt halt kein Drescher mit einem Rohr hoch. Ne? Um euch das auch mal zu verdeutlichen, so sieht das ganze Ding aus. Das ist nämlich dezent. Also dezent groß. Ja? Nur, dass ihr mal da einen Überblick bekommt. Allgemeine Texturqualität, muss ich sagen, ist okay. Wir haben an einigen Stellen, was ich nicht so ganz verstehe, ich meine, wenn ich hier mit der Lampe drauf gehe, ist es weg, haben wir wieder diese komischen Flecken. Ich hatte halt echt wirklich erst gedacht, okay, vielleicht liegt es an der Zeit und am Lichteinfall etc. etc. Sind halt überall solche Flecken im Bild mit drauf. Das sieht man hier unten gerade auch ein bisschen deutlich. Wie gesagt, sobald man da mit der Taschenlampe rangeht, sind die dann zwar weg, aber sind halt da. Aber okay. Ansonsten hier Reifen sehen in Ordnung aus. Muss sagen, wir haben 4 Achsen, hinten 2, vorne 2. Das Erscheinungsbild, also sprich Verhältnis Mensch zu Maschine, ist durchaus gegeben. Obwohl, wie gesagt, stand in Real Life noch nie vor so einem riesen Ding. Ich weiß nicht, ob ich da ungefähr, wenn ich hier so gucke, nur bis hierhin oder ungefähr mit dem Kopf bis dahin komme. Aber es ist auf jeden Fall für ALS-Verhältnisse schon mal riesig. Hier haben wir das Rohr, was auch dementsprechend riesig ist. Hier vorne nochmal Cooler Man Mother Beans mit drinnen. An der Seite weiterhin noch die Deagles, die 100 Tonnen. Da haben wir hinten theoretisch eine Luke, um einzusteigen, beziehungsweise um da mal reinzugehen. Hinten Oversize, hinten, weiß gar nicht, was das hier noch ist, irgendein Anschluss. Und halt die Lichtanlage. Das Ding ist halt für einen amerikanischen Markt ausgelegt. Von mir aus auch Australien. Ne, aber in Europa, würde ich mal fast behaupten, findet man so eine Maschine nicht. Ne? Ja, das ist so das eine Teil. Ich muss mal kurz hier reinfliegen. Beziehungsweise, gut, das Ding ist jetzt hier verschlossen, deswegen können wir hier nicht reinfliegen. Aber ihr seht, überall Kollisionen mit drauf, ist am Start. Ich habe euch da mal ein bisschen was vorbereitet. A, habe ich euch mal so ein Teil vorbereitet, dass wir uns mal die Funktionalität anschauen können. Ihr seht hier Licht und Co. Das klappt soweit alles. Und mit U könnt ihr das Rohr ausfahren. Hab's natürlich jetzt hier Toggle-Fly-Mode an, muss ich mal kurz wieder ausmachen. Ne, und wenn ich das hier anschalte, haben wir auch Pipe-Licht. Ich kann das Ganze mal hier in die Nacht reinschalten. Zack, seht ihr auch. Separates Licht könnt ihr mit NumPad 5 aktivieren bzw. deaktivieren. Noch mit dazu, das ist also auch schon mal alles gegeben. Und allgemein ist hier genug Licht rund um den Trailer. Ansonsten könnt ihr mit der Taste N das ganze Ding aufklappen. Und ich habe mir mal hier die Mühe gemacht, 124.000 Liter Saatgut einzufüllen.
Denn wie ihr auch hier anhand sehen könnt, können wir die Standardweizenfrüchte, also Weizen, Gerste, Raps, Hafer, Sonnenblumen, Soja, Mais, Saatgut und Dünger damit laden. Könnt ihr selber in die XML natürlich noch andere Fruchtsorten reintragen, die ihr halt wollt, ne, ist ja ganz klar. Und ja, so sieht das Ganze dann hier aus, wenn das Ganze mal voll ist. Das sieht auch gut aus, aber hier habt ihr mal, ne, wenn wir hier mal hier so durchglitschen, seht ihr erstmal, was das für, ja, für Ausmaße an sich hat. Relativ krass, muss man wirklich sagen. Ansonsten habe ich mal hier das Ding in leer hingestellt. Da können wir jetzt auch mal hier, komm, gib mir den Befehl, mal kurzerhand reinfliegen. Und uns mal hier fallen lassen. Ne, das hat hier drin in dem Fall jetzt keine Kollision, die Stänge, ist aber auch egal. Aber nur, dass ihr ungefähr mal eine Vorstellung davon habt, wie groß das ist. Ziemlich krass. Naja, und wie wird es im Endeffekt verwendet? Gut, habe ich euch auch was vorbereitet. An der Stelle hier mal. Ne, haben wir jetzt hier einen normalen Überladewagen dran mit den Zwinnen mit 37.000 Liter und damit überladet ihr dann das Ganze in diese Lagerstätte. Es gibt mehr oder weniger ein Problem und das kann selbst der Kleine und auch der Große, ich meine, wir haben ja von Giant selber, haben wir ja hier diese Kinsey-Dinger bekommen, beziehungsweise ja Elmer Industries, die schleifen alle etwas. Ne, ihr könnt ja hier im Endeffekt mit der linken Maustaste nach links und rechts könnt ihr hier in dem Fall nur das Rohr oben verstellen. Bei den Elmer Industries könnt ihr ja noch den Winkel ändern. Aber auch da schwierig, deswegen würde ich euch da eher empfehlen, fahrt an das Ding hier so ran, drückt dann Ö. Ja, und dann drückt es den zwar so ein bisschen zur Seite, aber so funktioniert es halbwegs. Und dann könnt ihr das Ganze halt hier überladen. Ja, simple Geschichte, ich fahre jetzt mal hier das Rohr aus. Mal zu schauen, ob da alles 1:1 wieder drüber ankommt. Und dann lädt er die 34.000 hier über und dann theoretisch kommt ein LKW. Ja, könnt ihr dann, was weiß ich, wenn er auf Rami-Karte spielt, habt ihr dann halt so ein Lizard Roadrunner hier, haut da hinten so ein Teil hier dementsprechend mit dran. Ja, was wohl das Beste sein wird mit 60.000, obwohl das Ding hat zwei Kammern, dann am besten so ein Teil, das ist dreimal besser. Und damit werden dann die LKWs im Endeffekt befüllt. Ne? Das Teil gibt es in der Realität auch wirklich so. Also es ist jetzt kein ausgedachtes Ding oder sonst was, das gibt es in der Realität wirklich. Und damit könnt ihr halt, ja, 3, 4 LKWs, je nachdem, was für Trailerkapazitäten da hat, halt einfach mal befüllen. Ne? Und somit kann man halt einen unendlichen Fluss daran halt schaffen. Und hat immer eine mobile Station, mal Drescher auf dem Feld, da hat man Überladewagen, die das dahin kippen, dann dreschen, holen die Drescher das in den kleinen Überladewagen, die hauen es in den großen Ding rein und hier holen es wiederum die LKWs ab und fahren dann irgendwo dementsprechend hin. Krasse Scheiße, muss man auf jeden Fall sagen, cool aber auf jeden Fall, aber halt auch typisch Ami, ne, Massenproduktion, übertrieben S-Fuck, aber geil, ohne Frage. Ja, ansonsten gibt es nicht mal viel dazu zu sagen. Der Lok ist komplett sauber, was das ganze Maschinchen angeht. Und in dem Fall kann man sich nur bedanken dafür. Aber wer Ami-Projekt hat oder, keine Ahnung, halt gerne auf riesigen Karten spielt, würde ich sagen, ist eine Pflicht. Ne? Sollte man haben. Ja, in dem Sinne danke ich fürs Zuschauen. Danke für den Modder fürs Modden. Lasst einen Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Der Rest ist alles wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Und in dem Sinne, haut rein. Tschüss.